Kirche darf im Gaza-Krieg nicht Teil der politischen Auseinandersetzung werden, doch sie muss sich für alle Kriegsopfer einsetzen. Das sagte der lateinische Patriarch von Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, gegenüber dem Hilfswerk Kirche in Not. Jede Seite beanspruche ein Monopol auf das Leid und das erschwere die Hilfe. Der Patriarch betonte, die Situation ist polarisiert. Wenn man den Palästinensern gegenüber Nähe zeigt, fühlen sich die Israelis verraten und umgekehrt. Doch wir haben Katholiken, die mit der Armee im Gazastreifen eingesetzt sind, und wir haben Katholiken, die in Gaza bombardiert werden. Kommen Sie mit nach Gaza, sprechen Sie mit meinen Leuten, die alles verloren haben, und dann sagen Sie mir, dass ich neutral bleiben soll, so der Patriarch. Kirche in Not unterstützt das lateinische Patriarchat von Jerusalem bei seinen vielen Hilfsprojekten. Gute Nachrichten aus Ägypten. Dort hat es nach Einschätzung des koptisch-katholischen Patriarchen Ibrahim Sidrak in den vergangenen 10 Jahren echte Fortschritte für die Christen gegeben. Im Gegensatz zu den Nachbarländern habe sich die Situation der Religionsfreiheit in Ägypten verbessert. Es gebe viel weniger Gewaltakte gegen Christen als in der Vergangenheit und der ägyptische Staat erkenne die Kirchen an. Insbesondere erlaubt die Regierung jetzt den Bau neuer Kirchen, weswegen in allen Diözesen aktuell viel gebaut wird. Helfen wir der Kirche bei ihrer Arbeit weltweit. Vergelt's Gott für ihr Gebet und ihre Spende. Musik.